Mit dem YouTube-Zeichen geht's im neuen Stream Salt and Sanctuary in der Schandstadt weiter, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Tja, der Spaß für Jung und Alt im giftigen Gebiet der Hölle. Das kann was werden. Der ist auch am Rucola bauen, der Nick Wright, alter Schwede. Spiel Division oder irgendwas, aber doch nicht hier so ein Rucola-Anbausimulator. Das ist ja furchtbar. Alter Schwede, dieses Spiel. So, wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Rund 20 Stunden Playtime haben wir jetzt, glaube ich. Ja, knapp 20 Stunden. Und jetzt müssen wir gucken, wo es hier in Mire of, weiß ich nicht wo, Schandstadt 2.0 weitergeht. Da haben wir nämlich gestern angefangen. Da haben wir nämlich gestern noch ein Händ... Ja, geh weg. Ich sag ja, Schandstadt, ist schön hier. Wollte nur mal kurz gucken, ob ich hier noch resten kann. Funktioniert super. Wie kamst du eigentlich auf den Rucola-Trend? Das fragt der Rucola-Boy, der damit angefangen hat. Weil er mit der Wendigo in seinem Club frittierten Rucola permanent bestellt, fragt er mich, wie ich darauf kam. Na, natürlich. Ich weiß gar nicht, wo wir hin mussten. Ach, da war das. Ja, ich erinnere mich. Da kam ich nicht hin. Da wollte ich nicht hoch. Okay. Schandstadt 2.0. Ja komm, so tief war das jetzt nur aber auch nicht. Das fängt super an. Ei. Basti, komm gut ins Bett, schlaf dich aus, Mann. Quäl deinen Körper nicht zu sehr. Ich wollte da eigentlich gar nicht hoch, weil ich erstmal hier nochmal gucken wollte, was wir hier hatten. Weil das weiß ich auch gar nicht mehr. So, was war hier? Antidot. Da kam ich nicht hoch, okay. Da wollte ich nicht hin, aus welchen Gründen auch immer. Weil ich glaube, von hier kam ich, ne? Ja, von da kam ich. Der Haken ist nur, dass das alles deiner Fantasie entspringt. Wie, das hast du doch erzählt. Da habe ich doch nichts mit zu tun. Wie er sich jetzt rausreden will. Süß. Eieiei. Die ersten Schritte in dem Salt sind unbezahlbar. Nice. Ich freue mich schon voll. Ja, nicht nur du, Vidocharus. Nicht nur du, ich auch. Wie du schon richtig sagst, die erste Erfahrung. Das erste Mal, das kann dir keiner nehmen. Das ist halt. Das erste Mal bist du jung und unschuldig. Und danach kennst du halt alles. Und niemals ist das so gut wie das erste Mal. Das ist in jedem Spiel. Aber in Souls ist es ganz besonders. Und ich freue mich halt auch tierisch darauf. Aua, irgendwas schießt hier gerade wie Knatter-Mops-Frosch auf mich. Warum bin ich jetzt schon wieder vergiftet? Ich will doch gar nicht vergiftet sein. Warum? Ach, ich habe die Falle ausgelöst. Oh, das ist wirklich wie Schandstadt. Ja, Harken. Ist quasi Rächen. Der ist ja der Rächer mit dem Rächen. Den Chat im Streambild. Ja, Dr. Planus. Das ist ja eh auf eigene Gefahr. Ich kann es nicht unterbinden. Die Aufzeichnung gibt es eh. Da wird dann, glaube ich, auch nicht gepurcht. Also von daher. Die Mods versuchen ihr Bestes. Und wenn es halt drin steht, ihr seid ja sowieso auf eigene Gefahr hier. Die Gravity macht's lässfertig wie Deutschland, Brasilien. Ja, meistens. Ich muss hier, glaube ich, hoch. Ich dachte, ich muss da hoch. Ich dachte, ich hätte da dran drauf. Und was? Was? Ich dachte, das wäre eine Plattform. Hallo, ich habe Dark Souls gespielt. Ich weiß, dass man in diesen Rädern wubbeln kann. Da bin ich schon in Dark Souls hochgewubbelt in Schandstadt. Hallo, Spiel! Scheiß doch. Wie?
wie soll das denn dann sonst gehen? Ich dachte, ich kann da drauf. Das ist nur Deko. Ach, ich kann da doch drauf. Ach so. Doch nicht nur Deko. Alter. Das Beste an diesem Spiel war heute der doppelt aktive Bot. Mehr gibt's hier heute nicht zu sehen. Also ihr habt den doppelten Bot gesehen. Geht. Besser wird's heute nicht. Alter. Oh, herrlich, ey. Oh mein Gott. Tambal sei gegrüßt und Gennis sei auch gegrüßt. Das Gebiet gefällt mir jetzt schon überhaupt nicht, Dr. Planlos. Null. Weniger als null. Schandstadt. Oh. Oh, das ist ja die Krise. Wer sich das ausgedacht hat, ey. Ich dachte, es waren Dark Souls-Fans, ja. Mit allem, was dazugehört, inklusive Penetrieren von Spielern. Und das kommt von Fans. Hätten die Fans nicht einfach die Kackteile von Dark Souls weglassen können? Und nur die schönen Dinge, wie die Brüste reinmachen können? Nein, sie müssen Schandstadt nachbauen. Diese Irren. Ja, ich kacken! Sarah, auch schon 6 Monate dabei, meine liebe Sarah. Danke für den Support. Willkommen weiterhin in der Garage. Find dein Plätzchen. Hab Spaß mit den Emotes und der Community. Ich danke dir, meine Liebe. Oh Mann, ihr seid verrückt. Und Herzchen für Sarah. Eieiei, jetzt muss ich weiter hoch. Auf der anderen Seite. Die Frage ist, was ist auf der anderen Seite? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja furchtbar. Was? Da pups was. Oh, da oben ist ein Pupsboss. A Soldier's Poem und Antidot. Hier bricht hier wieder die Plattform ein. Nein. Es ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass ich jetzt jedes Mal hier hoch muss. Ja, ich glaube, das Spiel meint halt wirklich ernst. Bitte lass hier noch ein Sanktum sein. Bitte, 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 wenn ich einen Wunsch habe. Zu Weihnachten, Geburtstag und zu Ostern. Lass da bitte noch ein Sanktum sein. Wenn ich da jetzt jedes Mal hoch soll, sterbe ich nicht nur 87 Mal am Boss, sondern an dem Weg dahin. Was ist das? Da ist ein Seil. Wer bist du? Keine Ahnung. Nito? Nito, bist du's? Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Komm ich hier runter? Runter würde ich kommen, aber dann komme ich nie wieder rein. Raus. Oh, was ist das? Da sind noch mehr Mopse. Oh! Oh! Aua! Oh Gott, die machen Schaden. Nein, ich will nicht die Bell ringen. Ich will Heiltränke trinken. Habe ich das denn jetzt richtig gelesen, André, dass in der nächsten Version des Bots ich quasi, Rechte vergeben kann, welche User, die nicht Mods sind, Quotes adden können? Habe ich das richtig gelesen? Ich habe die Meldung überflogen. Sorry. Halbes Jahr Hype. Manhoney sei gegrüßt. ich... Let's
Oh, Impo. Oh, der lebt noch. Wieso lebst du noch? Bist du neu? Ich muss dich erstmal mit Perwoll waschen. Saltless Ashes. Da unten ist ein Shiny Shiny. Jo, genau, es gibt sogenannte Super-User, die dürfen Quotes adden. Also wird der Naughty nicht nur der Music-Bot, der Rucola-Beauftragte, sondern auch der Quote-Meister. Ja, da haben wir ja schon die perfekten Aufgaben. Ach du Scheiße. Ja, keine Ahnung. Oh Gott, das wird hier immer schlimmer. Jetzt haben wir nicht nur Spinnen, jetzt haben wir Riesenwespen, Mückenzecken. Das Macker, auch schon lange nicht mehr gesehen. Sei gegrüßt, schön, dass du da reinschaust, Macker. Nee, ich hab dich jetzt erst gesehen. Oh nein, hier wird auch nicht besser, hier wird alles schlimmer. Oh, hör mal auf zu knattern. Der Einzige, der knattert, bin ich. Das ist ja furchtbar hier. Nein! Ich bin so dumm! Ich bin so schlecht und dumm! Jetzt komme ich da nie wieder hoch! Cold Zero! Danke! Für 3 Monate, mein Lieber. Auch schön, dass du wieder reinschaust. Ich muss hier einmal ganz kurz vorbei. Cold Zero. Dankeschön. Weiterhin viel Spaß hier im Club mit den Emotes. Und nimm deinen Platz in der Garage zwischen den anderen Mopeds. Dankeschön. Nee, ich will jetzt nicht rasten. Ich will erstmal erkunden. Ja, aber ich glaube nicht, hier gibt es nicht noch ein Sanctuary. Das wäre völlig unlogisch. Das war Klops. Oh Mann. Neuer Job. Gratulation, Cold. Gratulation. Ich hoffe, was Geiles. Vor allem mit guten Arbeitszeiten. Umzug hinter mir und im Krankenhaus war ich auch. Ich hoffe, nichts Ernstes, Macker. Ich hoffe, eher so Kollateralschaden. Ich hoffe, dir geht's wieder gut, Macker. Umzug ist das Letzte. Das ist auch nicht geil. Und Fabian, Vicursive, sei gegrüßt. Was ist das mit der Garage? Habe ich auch von dir? Wieso? Hast du Rucola in der Garage? Nein! Oh, das war schon wieder zu close. Ich könnte auf die andere Seite. Nein! Aber will ich da hin? Ich komme da hoch. Ja. Vielleicht. Okay, du schießt da. Du schießt da. Da ist... Oh Gott, das ist dieses Gebiet, ey. Bei Data Group, Reason IT House in Hamburg. Bei Tesafilm. Ah, ja, ich habe einen Bekannten, der arbeitet bei 3M. Ist das, ne, Tesa hat nichts mit 3M zu tun, ne? Das ist, glaube ich, Konkurrenz. Er arbeitet aber auch für so Klebehersteller-Dingens, Bummens, Mopeds. Ja, die halt häufiger hier sind, können dann halt die Rechte kriegen für die Quotes, klar. Also, ja, das werden wir dann irgendwann noch einstellen. Das ist eine Funktion, das muss ich dann nochmal mit André besprechen, ob die Funktion des Hinzufügens dieser Rechte, ob das auch Mods machen können. Das wäre halt ganz cool, wenn die Mods diese Rechte halt vergeben können. Frozen Doll. Und hier haben wir Battle of Return, Drowned Idol.
Wir brauchen irgendwie Drowned Lockets. Da ist irgendwas. Hier oben ist nichts. Okay. Dein Rücken hat ein wenig Probleme gemacht. Okay. Dafür dann aber schon ins Krankenhaus ist heftig, ey. Ich hoffe, du hast da nichts Ernstes. Ich überlege gerade, was hier der richtige Weg ist. Da oben ist ein Hebel. Was hebelt der Hebel denn? Ach, der Hebel. Ach, wir kommen noch gar nicht zum Boss. Ach, wir müssen da sogar erstmal lang. Naja, okay, verstehe. Oh. Oh mein Gott. Naja, okay. Also müssen wir erstmal hier lang. Und ich weiß nicht, ob Gennis noch da ist. Andi, ich hatte heute auch Gyros. Du hast mir so Hunger heute auf Gyros gemacht. Und meine Frau konnte anscheinend Gedanken lesen. Hätte die nicht gesagt, die macht Gyros, hätte ich mir heute Gyros geholt. Aber wir haben es heute selber gemacht. Wir haben es uns selbst gemacht. Das ist Gyros. Was ist das? Bist du Geist? Bist du Stone Leader? Ja, ich wäre mal für irgendwas, was ich hier aufbauen kann. Ach Mann, ey. Da komme ich nicht hoch. Ich weiß nicht, ob ich schon hier sein sollte. Glaubt nämlich nein. Gott, sind das viele. Gott, sind das viele. Jetzt sind so viele. Eieiei, das sind so viele. Nein! Ich treffe nicht. Schelle. Stone Guide, okay. Und hier haben wir Virulent Skimitar. Oh Gott, wir haben da Bitch Slap Skimitar. Gucken wir uns mal an. 38 MB Skalierung. Corsairs. Nee, das ist das Black Sword. Poison. Tatsächlich. Ein Giftschwert. Klasse 3 Schwert. Mit. Das könnte interessant sein, gerade mit dem Poison. Aber gut, wir können ja auch den Charme dran machen. Dann haben wir sowieso eine Poison-Waffe. Naja, egal. So geil nicht, aber. Nur mal jetzt so getestet. Wie sieht denn das aus? Jetzt sag nicht, das hat wirklich einen Bitch-Slap. Dann drehe ich durch. Nee. Thank you. Ja, doch so schnell. Mensch. Twitch-Alerts, Ding. Thank you. Ich hab mich ja schon für die Hosts bedankt, Mann. Dankeschön, auch wenn sie jetzt verzögert erst angezeigt wird. Thank you. Nein, Mr. Chappy, nicht spoilern lassen. Wenn ich das spiele, gucken. Vorher nicht. Brauchst du nicht. Hier ist die nächste Falle. Zumindest haben wir hier das Moment. Aber ob mir das jetzt hilft, das weiß ich auch noch nicht. Das ist doch eine Falle, oder? Ja, natürlich ist das eine Falle. Soldier's Poem. Red Hair Charm und noch mehr Soldier's Poems. Red Hair Charm. Ja gut, okay. Rote Haare und Charm. Das hat immer Charm. Warum habe ich eigentlich keine Charms mehr drin?
Nur mal so gefragt. Wieso sind die abgelegt? Ist eine gute Frage. Greatly amplifies attack power when the wielder is near death. Also quasi der Red Tearstone Ring Charm. Ich glaube, wir bleiben bei Feuer. Und hier bleiben wir bei Lightning. Warum die abgelegt waren? Ich weiß gar nicht, wann ich die gestern abgelegt hatte. Das ist eine gute Frage. Warum die weg waren? Keine Ahnung. Mein Spiel ist gehackt. Devi, sei gegrüßt. Eine übergreifende Story hat es nicht, Sano. Es ist von Vorteil, die Vorgänger zu spielen, weil halt Referenzen drin sind, aber du verstehst dann halt die Referenzen nicht, aber die sind auch nicht so wichtig. Die sind halt eher für die Fans so als Cameo-Auftritte Pieperpops. Also von daher kannst du auch bedenkenlos mit dem letzten Teil anfangen. Und Maka hat auch angefangen. Raucht zwar immer noch, aber nicht so viel wie zuvor. Jede Zigarette weniger ist ein Erfolg, Maka. Macht ja keinen Stress. Weiter informieren und dranbleiben und irgendwann vielleicht dann komplett von den Kippen loskommen. Aber wie gesagt, das passiert einfach. Gar keinen Stress machen. Da einfach keinen Stress machen. Nein! Ich wusste gar nicht, dass es hier weitergeht. Ich bin gerade ein bisschen verloren in diesem Gebiet. Ja, Matze, auf jeden Fall. Mit Dark Souls 3 werde ich viel streamen. Au! Oh! Weh. Das tat weh. Das tat noch mehr weh. Oh, ich bin so gut in diesen Sprungpassagen. Macker, willkommen zurück. Maka, willkommen zurück im Moped Club, mein Lieber. Viel Gesundheit für dich und weiterhin viel Spaß. Bald mit Dark Souls 3. Sobald die Japaner damit spielen fertig sind, dürfen auch wir Europäer damit mal anfangen. Mensch! Ich hoffe, du bist dabei. Highlight des Jahres für mich. Dankeschön, mein Lieber. Herzchen für Maka und gute Besserung. Oh Mann. Und ich bin so graupig in diesen Sprungpassagen, das glaubt mir kein Mensch, ey. Au! Und ich bin nicht lernfähig. Ich bin einfach lernresistent. Wie geht das? Mensch. Weißt du, jedes normale Kind packt einmal einen Kaktus und denkt sich, der hat Stacheln, da packe ich nicht nochmal rein. Dann packt das Kind auf die Herdplatte und denkt sich, Mensch, das heißt, da packe ich nicht nochmal drauf, weißt du, ich packe jeden Tag da drauf. Psst. Ich stehe da anscheinend drauf. Ich bin Masochist. Unmöglich, es ist hoffnungslos. Ich glaube auch gern dumm. Dieses Spiel und ich werden, also diese Plattformeinlagen und ich werden keine Freunde. Du magst Kakteen. Ich habe da tatsächlich als Kind probiert. Ich muss wirklich eine Macke haben. Wir hatten so einen Kaktus, meine Eltern. Wenn du da so Nüppels von abgebrochen hast, kam weiße Milch raus. Und ich dachte mir so als Kind, das muss doch bestimmt voll geil und lecker sein. Und geh so mit der Zunge an diese Milch. Alter Schwede, meine Zunge hat gebrannt wie Feuer. Meine Mutter zog da nur die Zunge raus und hielt sie unter kaltes Wasser. Oh, das war aber auch eine Lektion, das habe ich im Leben aber auch nur einmal gemacht. Die weiße Milch des Kaktus ablecken, tut es nicht. Tut es nicht. Es ist nicht für die Reproduktion geeignet. Das tat so scheiße weh. Ich armes, armes Kind. Ja, packt auch noch mehr Mopeds dahin. Minimum. Oh Gott. Ja, dann sollte man auch vielleicht treffen.
Das war ja schon mal Plan A. Jetzt kommt Plan B. Armer Markus. Ja, das tat weh. Wie kann man? Bloß gut, dass meine Kids nicht auf so eine Idee kommen. Ja, ich weiß es nicht, Zacki. Das sah halt lecker aus. Keine Ahnung, irgendwie voll cremig und milchig und... Aua. Nicht gut. Aua, der Typ macht mich. Ja, ich hab die falsche Taste gedrückt. Was so Kinder halt tun. Wo musste ich hin? Nee, da musste ich nicht hin. Ha! Ich bin vielleicht doch noch lernfähig. Ich habe Hoffnung. Progress! Nein, jetzt ist der Typ auch noch weiß! Ja, weißt du, und er trifft mich. Ja, chill. Backstab, Parry-Ding. Komm her, ich parry dich. Ich parry dich. Vielleicht packe ich auch hier. Ich ihn, er mich, wir uns. Ja, wir stehen beide mit dem Schild und gucken uns an. Nein! Nicht den Loot looten! Hateful Jawbone war das übrigens, was ich da gelootet habe. Da lacht der Loot im Weg. Ich muss erst looten und dann parryen. Das Macker, du Übertreiber. Ich bin gleich bei dir. Ich muss den Mob eben machen. Ich muss den Mob eben machen, sorry. Ich kann diese Wolle nicht parieren. Ja, ich hoffe, du kommst nie wieder. Ich probiere es aber immer weiterhin. Ich bin wirklich nicht lernfähig. Ich bin dumm. Stirbt einfach nicht. Wie viel muss ich denn noch parieren? Ich glaub's nicht. Der stirbt nicht! Der hat 27 Milliarden Leben! Ich sollte hier nicht sein. Tot. Na. Oh. Boah, ich sollte hier wirklich nicht sein. Wie viele Parries waren das? 5? So, für meine inaktive Zeit noch ein bisschen was an Taschengeld für dich. Danke für deine Besserungswünsche und noch einen schönen Stream. Du Übertreiber. Erst der Resub und dann... Das Schönste ist, dass du wieder da bist und dass es dir ein bisschen besser geht, Macker. Dankeschön für so übertrieben viel. Ich würde mich freuen, dich heute... bald wieder häufiger begrüßen zu dürfen, das wollte ich sagen. Dankeschön und Herzen für dich und Tränen für mich, weil ich bin tot. Dankeschön. Brownie sei gegrüßt. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein in dem Gebiet. Wir sind hier falsch abgebogen an der Kreuzung und sind jetzt quasi im Hardcore-Modus gelandet. Frag mich nicht wieso. Das ist ja hier furchtbar. Ja. Schön hier.
Was war denn jetzt falsch? Ich will nur den Hebel da oben noch hebeln. Und dann bin ich weg hier. Glaub mir. Nur den Hebel hebeln. Ich will doch nur den Hebel hebeln. Dann lass mich bitte noch den Hebel hebeln und wir werden die besten Freunde. Einmal nur den Hebel hebeln. Eieiei. Na komm schon, kleine Fliege. Flieg. Ohne mich zu vergiften. Hebel, hebeln! Songash! Willkommen zurück. Ich glaube, bei dir ist es auch ein Willkommen zurück. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hoffe, der kommt mir nicht nach. Willkommen zurück, glaube ich. Wenn nicht, willkommen zum ersten Mal, Songash. Dankeschön, dass du mich damit unterstützt. Twitch und die Community bedeutet mir echt viel, Mann. Dankeschön. Begrüß sie mit Herzen. Ich wünsche dir viel Spaß hier in Sunshine 2.0, dem schönsten Urlaubsgebiet für Streamer wie mich. Dankeschön, mein Lieber. Oh Mann. Das ist ja Wahnsinn, was heute schon wieder abgeht. Dankeschön. Und Mockstar sei auch gegrüßt. Und Danawe. Ich lese ein Jahr von Sangash, deswegen willkommen zurück, sag ich doch. Mimik? Wahrscheinlich, ja? Wahrscheinlich nicht. Alchemist. Klamotten. Ich rieche Cheese. Deswegen geht der Sack weg. Hallo! Die besten Cheesy Strats. Nur weil Slash hockt. Sins Anor Londo. Aua. Was? Alter. Hilfe. Geht doch nicht. Was? Kill him! Kraken Greaves, also Hosen. Support Moped! Möp, möp, hoch die Hände! Wochenende! Praise the Sun! Alter Schwede, du völliger Eskalator-Übertreiber! Viel zu viel! Bin ich ja gar nicht gewöhnt, die Sounds! Ich hab mich voll erschrocken! Ich dachte mir, was hab ich jetzt gemacht? Alter! Matze! Du Verrückter, so viel! Ja, wenn du auch Wochenende hast, mach's dir bequem, schnapp dir eine Tüte Chips und genieß die Sterbeorgie hier in Sunshine 2.0. Das ist furchtbar. Danke für so viel, Mann. Danke. Und Herzen für dich. Dankeschön. Ihr seid verrückt. Bossi sei gegrüßt. Es geht heute ab. Oh Mann, hier gab's sonst nichts, ne? Ich bin von unten reingekommen, bin unten durchgegangen und da drüben kam ich, glaube ich, nicht hin. Ich könnte da gucken, ob hier noch was ist. Aber die Antwort ist nein. Jetzt komme ich natürlich hier wieder nicht hoch. Ich bin auch so ein kluger Mops. Steffen TTH, ich hätte, glaube ich, auch noch nicht. Wollte hier auch gar nicht sein. Nee, hier wollte ich gar nicht sein. Ei! Oh, let's! Oh! Raginator! Sei gegrüßt. Ich wollte gar nicht sein. Wo bin ich denn hier verflucht?
Nee, ich sterbe jetzt einfach. Das ist einfacher. Dann komme ich wenigstens wieder zum Save Point. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder hinkomme. Nicht die geringste. Nein, ich will da nicht dran. Ich will einfach nur drüber springen. Also vielleicht soll ich mich einfach nur fallen lassen. Oh, das war schon ein bisschen skillig. Wo bin ich zum Geier? Ach hier. Oh, die kommt bis hier hoch. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt sitzt der Mob da oben drauf. Nein! Nein! Das war schon wieder ganz dumm. Erzragonil, sei gegrüßt. Ja, das Spiel sieht nicht nur cool aus. Du bist jetzt gerade im Gebiet gekommen, wo das Plattforming ein bisschen anzieht. Bis dahin war es relativ viel Souls und relativ wenig Plattforming. Mittlerweile zieht halt der Plattformanteil doch deutlich an. Und der liegt mir halt nicht so, weil ich dumm bin. Oh mein Gott. Nein! Wege zu sterben an ein und derselben Stelle. Mats ab, bitte. Das ist ja unglaublich. Ei, 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 ei. Warum bin ich so gut in diesen Dingen? Nein! Er überlebte Smoke and Ornstein. Er überlebte den Dark Lurker. Er überlebte alles. Aber er kann nicht über die Falle am Boden springen und stürzt einfach 500 Kilometer ins Loch und ist tot. Das ist so nicht... Ja, fucking Ernst. Das ist mein fucking Ernst anscheinend. Das ist... Das geht nicht. Das ist kaputt. Alter. Wusa. Diese Kombination von Loch und Falle geht nicht. Das ist so fies. Alter. Stop it. Bitte. Ich breche gleich zusammen. Oh, schön. Scheiß auf Dark Souls 3. Wir haben hier den Sterbesimulator. Das ist, oh, es kann doch nicht so schwer sein, hier einfach drüber zu springen. Und dann da ins Loch zu springen. Manometer, ey. Und dann da dran. Und dann da dran. Und dann da dran. Und dann da dran. Was will ich ja eigentlich? Ich muss doch gar nicht mehr. Doch, ja, ich muss sein. Ich habe den Hebel gehebelt. Ah. Ja, Spike war ja in dem Gebiet bestimmt noch nicht. Wenn der hier ist, kommt Minimum die doppelte Anzahl an Tode. Garantiert. Das Spiel ist überhaupt nur durch meine Erhabenheit überhaupt noch spielbar. Und mein Loot fällt wieder runter. Ah, Stein sei gegrüßt. Zu gut. Oh, ich breche zusammen. Ah, jetzt kommt wieder der Moped-Klaus. Subaru! Was ist da los? Auch so viel. Was? Grafikoption ist OP. Was? Grafikoption? Welche Grafikoption? Was? Ich weiß nicht, wovon du redest, Subaru. Trotzdem Dankeschön für so viel. Welche Grafikoption? Dankeschön.
Und Moak followed, obwohl er schon gesubbt hat. Ja, danke, Moak. Oh mein Gott. Ja, jetzt müssen wir den Cheese hier nochmal anwenden. Herr Cheese, komm her. Wie geht's denn hier weiter? Zeige mir den Weg. Na, der mag nicht gecheased werden. Sehr schon. Ja. Er war echt nur so schwer wegen meinem Salz. Alter Schwede. Ah, hier ist wieder eine Falle. Wo? Ach, da unten. Bossraum activated. Gott sei Dank. Ja, natürlich einige Sales im PSN, das lese ich gerade. Viele Spiele davon habe ich, deswegen habe ich jetzt nichts explizit gepostet, aber schaut mal rein im PSN. Ist großer Oster-Sale, sei es jetzt, Just Cause, Witcher, einige andere AAA-Spiele, Mad Max, Peeper Pops, also ziemlich viele Spiele für einen kleinen Preis, also roundabout zwischen 30 bis 40 Euro. Wer die noch nicht hat und zuschlagen will, schaut mal rein. Also wie ist Oster-Sale im PSN? Ja, die meisten Spiele davon habe ich oder interessieren mich halt nicht. Deswegen habe ich da jetzt keine News zu rausgehauen. Aber vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Ja, ich glaube, wir gehen mal hier ganz kurz den Weg runter. Und gucken uns jetzt mal den Boss an. Wir haben noch 10 Flasks. Und gucken mal, was der Boss kann, wa? Wahrscheinlich Schwerkraft. War Spike in dem Gebiet eigentlich schon? Du warst in dem Gebiet und hattest noch nicht einen Tod. Ja, und er nörgelt immer, mein Game ist verbuggt. Hier ist mein Game verbuggt. Oh, gucken wir uns mal den Boss-Moppel an. Er wird ja wahrscheinlich Giftschaden machen, wa? Wer bist du denn? That stench most foul. Also Naito. Nito. Hallöchen. Ach so, du machst einfach Köpfe. Die zählen nicht zur Boss-HP. Toxic? Ich krieg diese Kugel hier nicht weg! Die ist so nah an mir dran! Geh weg! Ich würde mal gerne Schaden auf den Boss machen. Boah, der Schaden, wie hart er tickt! Einfach vielleicht die Kugeln ignorieren. Die scheinen ja gerade auch rumzubangen. Also der Boss selber ist ja trivial. Ich glaube, es geht hier wirklich nur um die Pets. Die ja gerade sogar noch rumbangen. Oder irgendwie nur an ihm Energie haben. Okay, da soll ich gleich nicht ran. Komischerweise, die Ads machen nichts. Sind die kaputt? Ich meine, ist mir recht, aber... Na, jetzt sterbe ich, weil ich nicht mehr so schnell gegenheilen kann. Ja, okay, also die Ads irgendwie ignorieren, weiß ich nicht. Ich habe die Mechanik nicht verstanden, warum die nichts machen.
Ich habe keine Ahnung, was das sind. Das sah aber machbar aus, wenn wir jetzt den anderen Weg gehen. Muss man jetzt nur zurückkommen. Wie komme ich denn zurück? Ich wäre eigentlich nach unten. Boah, ey. Most recently visited. Nein, ich will nicht dahin. Ich will woanders hin. Sounded to travel to any sanctuary with a guide in it. Ja, da möchte ich bitte hin. Ja, da will ich hin. Ich meinte Gravitation. Ach so, nicht Grafikoption. Dankeschön. Oh Mann. Dankeschön. Oh Mann. Welch Verschreiber. Danke dir. Oh mein Gott, ey. So. Ja, ich will traveln. Und zwar will ich Myra of Stench. So heißt das Ding doch, ne? Oder was? Fort Beyond the Mire? Wenn ich jetzt das Falsche erwische. Dieser Boss. Das war wirklich der schnellste Weg nach unten. Furchtbar. So. Jetzt sind wir wieder im Geschäft, Leute. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Läuft. Jetzt läuft's. Smoke weed every day. Dafür, dass du meine Abende immer schön entspannt und lustig machst. Stein. Oh Mann, danke auch dir. Und Herzchen auch für dich. Mach ich doch gerne. Oh, wenn man über seine eigenen Tode noch lachen kann, geht's noch. Thank you. Matze. Dankeschön für den Host und willkommen an deine Zuschauer. Ich glaube, du hast, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, was du spielst. Division. Du hast Division gespielt, ne? Und auch den zweiten Matze. Ihr sprecht euch ab. Die Matzes. Danke für die Hosts. Oh Mann, ihr seid verrückt heute. Dankeschön dafür, Freunde. So, das war das. Nehmen wir einen Red Shard. Warten, dass der Gift dort da oben wegtickt. Haben wir denn noch irgendwas, was Gift macht? Wir haben... Das muss Poison sein. Was anderes gibt's ja nicht. Es gibt ja kein Toxic. Also ziehen wir jetzt Poison Gear an. Das machen wir. Poison Gear. Poison Gear OP. Gewischt hast du. Wie alt bist du denn, so geartechnisch, Matze? Poison. Bietet wer mehr? Im Moment nein. Niemand mehr. Poison. Ich lauf rum mal wie der Chefkoch.
Der Chefkoch hat mehr Poison Resistance als ein Rogue Set. Was geht mit diesem Spiel? Das geht ja gar nicht. Poison. Oh, das hat schon relativ viel Poison. Es ist wirklich besser als das Rogue Set. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Naja, okay. Dann behalten wir das an. Poison. Lidadum. Poison. Gut. Haben wir einen Poison-Ring? Gucken wir mal eben. Arcan. Dexterity. Healing. Minimum Stamina. Increases Strength. Achso, warte mal. Wir können mal eben den. Wounding. Den Salt können wir rauspacken. Da können wir einen anderen für reinpacken. Poison. Ja, wunderbar. Da haben wir auch einen Poison-Ring. Perfekt. Das sieht doch gut aus. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall eine Menge Poison. Was sagt jetzt unsere Stats? 242 Poison Damage. Wahrscheinlich bin ich jetzt ein One-Shot, wenn der Typ mich trifft, aber egal. Da testen wir mal aus. Ich glaube, ich kaufe mir gleich Battlefield 4 im PS Store. Was? Warum? Gehst du Kukula jagen in Battlefield? Troutman, komm gut ins Bett. Morgen, 22 Uhr, bin ich auch wieder da. Dann aber mit XCOM. Hab bei The Division eine Mission auch schwer gespielt. 2 Stunden! Auch schwer! Okay. Ohne jetzt, ist jetzt keine Offense oder so, aber dann habt ihr noch nicht so das gute Gear, oder? Weil die schweren Missionen mache ich solo und brauche für eine Mission 15 Minuten. Ich sterbe nie einmal. Und die Herausforderungen sind halt bummschwer. Die kriege ich nicht hin. Da habe ich halt noch zu wenig Gear, aber wie gesagt, ich bin komplett gelb bis auf 2 Items. Ich habe ja den Bulettenkönig gefarmt. Aber wir machen erstmal noch hier Boss-Time in Dark Souls. Nein, nicht Dark Souls. Salt and Sanctuary, liebe Freunde. Wir gucken uns den Knecht nochmal an. Ignorier die Dinger einfach. Ich glaube, das ist der Trick. Komm ich nicht hin? First down. Ja. Muss ich hier nur die Mupsel-Pupsels machen, die mich vielleicht noch machen. Kann mich noch nicht freuen. Jetzt kann ich mich freuen. Hell yeah. Second and first. Ich sag ja, ich sterbe nicht an Bossen. Nicht so oft. Ich sterbe an Löchern. Löcher sind zu OP. Wenn es irgendwann einen Lochboss gibt, den werde ich nie schaffen. Bosse kein Problem. Löcher. Mensch. Das ist völlig übertrieben mit diesen Löchern.
Poison Bolts und Endless Fangs und hast du nicht gesehen? Eieiei. Ja, wobei, Division ist komplett broken. Im Sinne von, da funktionieren so viele Sachen, die nicht funktionieren dürften. Du equipst was, was den Damage erhöht, ziehst es aus, es bleibt trotzdem. Und die Stats-Anzeigen sind total broken. Also ich bin gespannt, wann sie das fixen. Ich muss an meiner Waffe 3-4 Mal die Mods hin und her switchen. Dann habe ich auf einmal 50k DPS mehr, obwohl die Mods gar nicht mehr drin sind. Der addiert die dazu und zieht die nicht wieder ab. Das ist alles ziemlich buggy im Moment noch mit Division. Ich bin gespannt, wann sie das gefixt kriegen. Stream down! Ja. Ich hab Frame Drops. Nein, was ist denn das für ein Scheiß? Ich hab Frame Drops. Ich hab immer noch Frame Drops. Jo. Es liegt an mir. Oder an dem Twitch-Server. Das kommt jetzt auch noch dazu. Hallöchen. Och Mann, ey. Bitte. Ja, eine ganze Menge sind hier am droppen und er droppt fröhlich vor sich hin. Ich starte den Stream einmal neu. Ich mache das Ganze über einen anderen Server. Ich sag mal, bis gleich. Ich hoffe, das liegt am Server und nicht an meinem Internet. BRB. So. Sieht man mich? Seht ihr mich? Hat mich das Loch gefressen und nie wieder ausgespuckt? Ist der in der Versenkung verschwunden? Man weiß es nicht. Hurra für Stream! Bin ich wieder da? Bin ich wieder da? Seht ihr mich? Wieder da. Ja, ich habe nach Prag gestreamt und der Server war jetzt rot. Jetzt bin ich in UK, in London und eventuell geht's da besser. Keine Framedrops, eventuell war nur der Prager Server im Eimer. Dell, das wäre super, wenn ich auch bleiben darf. Danke dir, mein Lieber. Oh Mann. Ja, scheint zu gehen. Das lag an mir oder an dem Server, keine Ahnung. Ich bin jetzt mal in London. Mal gucken, wie es da ist. Prag hat mir nicht so gefallen. Amsterdam, bin ich sonst, Mike, stand bei mir in der Liste gar nicht drin. Ich hatte Paris, Prag und Frankfurt. Das waren die drei, die angezeigt wurden. Und dann bin ich nach Prag gegangen und das hat nicht funktioniert. Und Amsterdam war jetzt auch noch rot, genau wie Prag. Deswegen jetzt dann noch London. Keine Ahnung. Egal. Ja, nichts passiert. Haben wir nur gerade gequatscht. Dann gehe ich jetzt mal weiter und schaue mich mal um. Also da geht's nach oben weiter. Matze. Please buy a new Twitch-Server. Ich wäre echt dafür, dass die Infrastruktur ausbauen und nicht irgendwie sich auf Schnicke, Schnacke, Dackelkacke konzentrieren, sondern auf das, was wichtig ist, also gute Server. Scheiß auf die Chat-Server. Die haben ja funktioniert. Warum daran rumbasteln? Matze, danke auch dir. Ihr seid verrückt. Oh Mann. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nach oben oder nach unten? Ist das der zweite Windrad? Naja, das ist ein anderes Windrad.
Oh Mann. Die Frage ist, was ist da oben? Loot. Mossi-Ring. Der Mossi-Ring. Der Ruth-Moschner-Ring. Was macht denn der Ruth-Moschner-Ring? Increases Stamina Regeneration Rate. Also quasi der Chlorantiering. Ja, warum nicht? Kann man anziehen. Was ist denn mit unserem Match in WWE 2K16? Ich habe das Spiel noch nicht. Es ist auch im Moment im Angebot. Ich weiß nicht, ob es mir das wert ist, Mann. Ich weiß, es ist jetzt schon recht günstig. Aber trotzdem. Oh, ich weiß es nicht. Weil, sind wir mal ehrlich, das ist seit Jahren dieselbe Grafik-Engine und die haben sie nie wirklich verbessert. Es ist immer nur ein neuer Roaster und eine andere Storyline. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt unterstützen möchte. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte aber keine weiteren Frame-Drops. Also, einmal, wenn es gar nicht geht, F5 und dann sollte es vielleicht gehen. Du, Sless und Chat, wieso können einige DS3 spielen auf Deutsch etc.? Bandai Namco hat einige Early Access Versionen rausgegeben an gewisse Leute. Wieso, weshalb, warum, nach welchen Kriterien, keine Ahnung. Ich gehörte da nicht dazu. Ich werde meine Version auch eher bekommen. Allerdings nicht heute und nicht morgen. Also wahrscheinlich vor dem 12. Aber jetzt sind erstmal nur sehr ausgewählte Leute und es werden mit der Zeit immer mehr bis zum 12. Ja, Dance Gaming hat ja zum Beispiel auch eine Early Access PC Englisch Version bekommen. Ich gehe mal davon aus, nach Impact oder nach Werbeverträgen, whatever. Das kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe, dass ich meine Version so schnell wie möglich bekomme, dass ich auch loslegen kann. Alternativ VPN und eine japanische Version kaufen. Darauf habe ich aber keinen Bock. Das würde ja theoretisch halt auch gehen. Aber jetzt möchte ich hier nur nicht runterfallen. Wie hat mit von diesem ganzen Release-Chaos halte ich halt echt nicht viel, weil das ist echt nur nervig. Das war jetzt die zweite? Dann komme ich da wieder hoch. Ich wäre mal jetzt stark für einen Safe Point. Hi. Hey, Stranger, the girl by the grill. The grill by the girl. Ach, ihr wisst schon. Hey, Stranger. You like me, aren't you? You hunt monsters for the salt, don't you? Yes. That's what I thought. My hunt led me to this mire. Through the cave, it's a blocked passage. I recognize the barrier, though. It's called Redshift. There's a branch that allows its owner to cut through Redshift with torchlight. It's a secret guarded closely by us blood bros, but these are extenuating was circumstances. Would you like the brand? Yes, of course. Give me the brand. Very good. You're handsome. Wir können durch das rote Moped mopsen. Redshift brand. See with the eyes of a hunter. My people created redshift barriers centuries ago to contain beasts. We were hunters of nightmares, beastly thralls, possessed animals, demonic spirits. We sometimes captured our quarry to be held in prisons of redshift. This island is full of redshift barriers, but I didn't place them. I don't know how to build redshift, I don't think anyone does anymore. The secret died generations ago. This island draws people from so many places and times. A fellow blood bro must have been here from centuries ago. Hunt fiercely, friend. Red Barrier, weg, mach Hype! Ja, ich will runter. Der Chefkoch. Lesen wir uns einmal ganz kurz den Brand durch. Redshift Brand. A word of power carried in a brand. Bearing the brand granted its owner power over matter.
With this brand to imbue your torch with a light allowing you to pass through the red acorn obstructions known as redshift. Was? Ich habe ganz tolle Nachrichten, habe vom Kumpel einen 1600 € PC geschenkt bekommen und Monitor kommt in einer Woche an. Bin gespannt, bin ja ein Konsolenspieler, bin so aufgeregt. Ja, Gratulation, that guy destroys und halte den Kumpel auf jeden Fall warm. Solche Kumpels kann man immer gebrauchen und schick den mal hier vorbei. Gratulation, mein Lieber. Ja, ich könnte ja spielen auf dem PC, aber Konsole ist halt entspannter zum Streamen. Aber wünsche ich dir auf jeden Fall trotzdem viel Spaß. Damit wird dann wahrscheinlich Dark Souls 3 vernünftig laufen, auf jeden Fall. Franzi, sei gegrüßt. Ha! Wir können die Barrieren wegmachen. Wo bin ich denn jetzt? Also wir sind schon mal nicht im Poison-Gebiet. Ich war hier aber schon. Erstmal ziehe ich mich ganz kurz um. Unser Standard-Set, bitte. Und bitte. Und dann kommt der Ring weg und da können wir jetzt den Ring nehmen. Increases Stamina Regeneration Rate. Ja, das klingt doch gut. Wir haben noch eine Flask. Alles goody. So, wo kommen wir denn hier hin? Wir waren hier schon, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Jetzt sag nicht, hier kommt der Ponymann. Fort Beyond the Mire. Ja, da ist der Ponymann. Hier waren wir. Morgen kommt übrigens der Avocado bei mir an. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Da waren wir. Wir sind hier komplett durchgegangen. Und dann kommen wir zu dem Bootsheini, ne? Der Bootsheini irgendwo. Oh, jetzt sag nicht. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Mann. Dass das Leuchtfeuer so weit weg ist. Verfluchte Dackelkacke. Ich sterb hier gleich noch. Sein. So. Hier habe ich keinen Guide. Und hier wegzukommen ist super kacke. Ich brauche einen Guide. Dankeschön. Oh, erstmal will ich aber Level upen. Gut. Wie viel haben wir? 2. Wir wollten Schilde, Schild. Ne? Haben wir gesagt. Brauchen wir noch einen für. Okay. Pass auf, wir gehen einmal zurück ins Shimmering Shore. Da ist ja unser Schmied. Slash, guck dir Beatnex Link an. Nicht jetzt beim Spielen. Also wenn ich sowas sehen soll, dann bitte an die Fanpage. Also Facebook, Twitter oder per Nachricht. Nicht per Whisper oder als Link jetzt hier. Weil sonst ist jetzt nicht böse gemeint. Aber dann kommen ganz viele Leute und sagen, ja, klickt doch mal kurz auf den Link. Und dann komme ich irgendwann gar nicht mehr zum Spielen. Also wie hat sowas, dann bitte nachher im Stream, nein. Das fangen wir gar nicht erst an. Sonst hört das nämlich nicht auf.
Wir können das Bulwark aufwerten. Mit Drown Lockets. Ja, komm, noch fertig. Upgrade. Oder kann ich das noch verschmieden? Vor Alchemisten, meine ich. Gucken wir mal. Need a transmutation. Maybe, maybe, maybe. We put a happy little transmutation over here. And a happy little transmutation over there. And, Das wird nur immer schwerer. 112. 101. Was? 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 Er wird ja immer mehr. Zitin. Fünfzig, 9 und 115. Was macht denn meins? Jetzt nicht so viel. Also erstmal werde ich das Schwert jetzt auf, weil die Transmutation wird ja übernommen und ein zurückgesetzt. Also erstmal werten wir das Ding auf. Upgrade. So, da packen wir jetzt erstmal hier schon mal eine rein. Upgrade. Yes, sir. Bums. Dann haben wir das auf jeden Fall. Und dann brauche ich Salz. Das wäre jetzt mal die richtige Zeit, um mal so ein bisschen Salz zu ploppen. Was bräuchte das Ding denn jetzt fürs Upgrade? Nur mal so gefragt. Wenn wir da jetzt schon mal sind, dann will ich mal wissen. Drowned Sensor haben wir noch nicht. Einen. Also insgesamt wahrscheinlich wieder drei Drowned Sensor. So. Ja, einmal hier weg. Bob Ross, ja, maybe we put a happy, happy little upgrade over here and oh, happy little accident. Ja. So, dann Salz. Wir haben hier so kleine Salztaschen. Was bringen die denn? Was ist süß? Ist ja niedlich. Nee, das wollte ich nicht. Plöppiassis, streicht es rot im Kalender an. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch 11 von den Mopeds. Die Animation ist cool, muss ich ja sagen. So. Herr Transmutations-Heini, würden Sie gegebenenfalls unter Umständen Great Sword 119, Jaws of Death, Great Scissors. Das ist uninteressant. Das macht 118 und skaliert auf lange Sicht besser, ist aber nur ein Klasse 2 Greatsword. Und das Ding kostet... Ist eine Klasse 3 und macht den meisten Schaden, ne? Seawolf Cutlass. Und hat
18 und es skaliert mit C, aber ist auch deutlich schwerer mit 20. Und das Ding skaliert mit D, macht aber mehr Schaden und wiegt weniger. Wir nehmen das Moped hier und weil es ein Klasse 3 Schwert ist, wir drücken jetzt Transmute und sagen Piu Piu. Seawolf Cutlass. Ja, oh, das ist schon mal ein Schwert. Gleiche Moveset. Jo. Gekauft. Nehme ich mit. Und gucken wir mal, wie wir mit dem Moped hier weiterkommen. Ja, den Boss haben wir geschafft, haben wir. Den haben wir geschafft. Zweiter Versuch. Also Second and First. So, jetzt lass uns ganz kurz nachdenken. Wo müssen wir hin? Ich würde sagen, von der Logik her wäre das nächste Gebiet die Pyramide, oder? Travel. Und die Pyramide... Da waren wir. Doom of the Forgotten. Wo war denn Doom of the Forgotten? The Far Beach. Da will ich hin. Fort Beyond the Mire? Kann man da mal hin? Desterhead, sei gegrüßt. So. Das war hier. Genau, das war hier. Hier sind wir ja angekommen mit dem Boot. Lot of wrecked ships here. Pretty sure I'll be able to scrap something together there. Here. Thanks for keeping me company, friend. I'd take you with me if I could promise a safe journey, but I can't, so I won't. Besides, you've got a lady to find, be it princess or slave. For your trouble, here's a chair of spoils I found. Coast Rock. Trophy. Also wahrscheinlich, weil wir alle Orte gefunden haben, wo sie ist. Frozen Tomb. If you find your way off this island, come to Coast Rock, find the Red Falcon and ask for Edward. My name's not Edward, but that's how you will find me. You'll find your way off this island. Ja, das hatten wir. Okay. Okay. Gut, dann können wir uns mal umgucken. Wobei die Frage ist, ob wir jetzt hier weitergehen oder in der Pyramide. Ich würde ja fast die Pyramide bevorzugen. Zelle. Danke für den Host. Und willkommen an deine Zuschauer natürlich. Ja komm, ich glaube, wir gehen in die Pyramide. Wie Mod auf Durchreise, Yosuka. Nix hier bleiben, hinsetzen, in die Garage mit dir. Und dann gucken wir uns die Pyramide an. Wobei, eine Sache könnte ich nochmal eben machen. Komm, machen wir das. Da wurde ich nämlich gespoilert. Fängt schon wieder an. Krasser Scheiß. Und zwar folgendes. Ja, ich brauche noch mal eine Hand Travel. Und zwar möchte ich... Castle of Storms, Village of Smiles. Und zwar hier, liebe Freunde. Habe ich nämlich was übersehen. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich das finde. Lässt der Unentschlossene. Ja, ein bisschen. Wo kann ich sitzen? Ja, setz dich einfach aufs Moped. Passt schon.
Ich überlege gerade, hier? Könnte auch hier gewesen sein. Ich glaube hier. Nee, das ist falsch. Aber hier war ja auch noch nicht. Hier ist irgendwas Weinmesh-Pell-Pell-Pell-Muppet-Ding, keine Ahnung. Weil ich überlege gerade, wo war der Boss, der, nicht der zweite, unten diese komische Lady mit ihren komischen, Stacheldorn. Die suche ich. Stacheldorn-Lady. Da will ich gerade hin. Und das gelingt mir gerade nicht. Stacheldorn-Lady war hier, ne? Stacheldorn-Lady? She's a lady! Da nicht. Also die Queen of Smiles, um genau zu sein, suche ich. Die müsste ja hier irgendwo gewesen sein. War die nicht hier? Ja, Wrong Way hilft nicht als Aussage, Raggi. Das als einzige Aussage hilft nicht. Wenn, brauche ich Orientierungspunkte, wo ich mich dran orientieren kann. Und links, rechts funktioniert auch nicht. Rätselchen, hau rein. Bis morgen. Die war hier, ne? Hier war die, genau. Dann haben wir doch richtig. Da liegt nämlich Shiny Shiny. Und Frage ist immer, wie man an Shiny Shiny kommt. Und an Shiny Shiny kommt man hier hin. Und an dieses Shiny Shiny kriegt man den Raptling Ring. Und der Raptling Ring. Der Wrapped Doppelwrapper, wo ist er denn? Increases Rolling Speed. Dann nehmen wir hier den Stamina-Regenerationsdring. Und dann nehmen wir hier den Salt-Ring. So. Ja, das war das Secret, was ich mir noch holen wollte. Weil da waren tatsächlich keine Klamotten, die mich darauf hingewiesen hätten, als ich es gespielt hatte. Dann haben wir den auch. So, dann einmal zurück. Zurück. Wie komme ich zurück, zurück? Ich glaube hier oben, ne? Tja. Der Schmied hilft sogar. Ach, hier ist nur ein Schmied. Das ist ja dumm. Komm. Ich habe noch so viele Reisemoped-Männer. Make-Offering. Noch ein Guide. Wupp. Nee, schneller tatsächlich merklich nicht. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen, aber vielleicht nicht so viel, dass man es merkt.
Oder dass es so sichtbar ist. The Far Beach. Doch, ich habe den angezogen. Ich habe jetzt Salt, ich habe Wounding, ich habe Rolling Speed und ich habe Regeneration von Stamina. Habe ich doch. Ja, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es versteckte Wände gibt und dass ich die mit Kreis aufmache. Das habe ich ja auch erst später erfahren, von daher, da wusste ich das nicht. Mag ja sein, wenn ihr das alles schon vorher wusstet, dass euch das dementsprechend hilft oder geholfen hat. Ich wusste das ja nicht. Bin halt immer noch ein bisschen schwer. Ich bräuchte irgendwie mal so ein Equipment-Lastring. Wäre toll. Hä? Was machst du denn hier? Warst du schon immer hier? Frage aus Gründen. Du warst doch vorher nicht da. Er war vorher nicht da. Du Arsch. Er war vorher nicht da. Er hat mich überrumpelt. Menno, Crimebeat sei gegrüßt. Wir sind nämlich ja hier schon mal lang gegangen und da war kein Mob, deswegen war ich jetzt etwas perplex. Cebulon, sei auch gegrüßt. Nö, ich habe aber keine Dropframes mehr seitdem gehabt. Boah, jetzt ist er ja natürlich super. Oder wir sind an dem einfach vorbei oder so. DS3, also DS2 oder Bloodborne bis DS3. Probier Soul in Sanctuary raus, Macker. Wenn du eine PS4 hast. Ja gut, musst du haben, sonst könntest du in Bloodborne nicht spielen. Dann würde ich dir halt Soul in Sanctuary ans Herz legen. Ansonsten... Das ist eine schwierige Sache. Dark Souls 2, weil Dark Souls 3 eher wie Dark Souls 2 ist, aber vom besseren Spiel Bloodborne. Musst du wissen. Bis gleich, Oso. So, Ziggurat of Dust. Das nächste Gebiet, was wir uns jetzt anschauen werden. Ah ja, da oben. Achso, der lebt noch. Sehen. Da ist noch einer. Aua! Wie trifft er mich denn? Und warum treffe ich ihn nicht? Ist ja unfair. Ich komme ja noch nicht mal hoch. Ach du Scheiße, wer ist er denn? Captain Gollum. Robin, komm gut ins Bett. Hallöchen. Ja, der ist einfacher als die Flammenmopeds. Ach du Scheiße. Oh, hier, Heiligtum. Heiligtum ist super. Heiligtum ist super, da bin ich schon mal Fan geworden. Heiligtum ist großer Spaß. Für jung und alt. Dotz. Gigantinsel informiert. 3 Minuten.